Moin Moin und herzlich willkommen, Teil 78 von Minecraft, eine neue Welt. Und ja, ich habe nur ganz kurz was geändert, während ich nicht aufgenommen habe, aber das waren wirklich nur Fackeln. Also, falls es gerne merkt, ich hatte vorher 4, jetzt habe ich 52. So, jetzt werden wir natürlich alles mitnehmen, was irgendwie Ding bringt, ne? Also das brauchen wir nicht. Das Eisen kommt zurück. Das Bett müssen wir nicht nehmen, weil das Bett wahrscheinlich eine Weile dauern. Bis ich da fertig bin. So, also wir haben das mal kurz versucht auszurechnen. Dezent, also so wie es aussieht, brauche ich anscheinend... Würden die reichen, um meine ganzen Eisendinger zu machen? Das heißt, wir nehmen das jetzt einfach mal und probieren das jetzt mal. So, 32, 16, 16, 8, 8. So, ihr seht, ich brauche ungefähr 150, 170 Stück brauche ich noch. Jetzt haben wir 128. So. Ich würde sagen, das dürfte reichen. Das heißt für uns, wir müssen ja auch noch die Treppe nach oben bauen. Das heißt, jetzt sind wir natürlich sowas von blank, was Eisen angeht. Also falls wirklich nichts mehr hilft, gehen wir in den Nether und holen die 29 oder 30 von der Nether Iron Ore und schmeißen die in den Ofen, dann haben wir nämlich auch wieder Eisen, normaler. So. Ja, genau, die Zäune lassen wir mal noch da. Die schmeißen wir aber nicht da rein. Die nehmen wir jetzt und tun sie in eine andere Kiste. Tun wir sie mal da rein. Da ist der meiste Platz drin. Ich war echt schwer am Überlegen, ob ich dieses Basalt-Cobblestone nehme und daraus den Treppenstufen mache. Beziehungsweise die halben Stufen, aber das ging, glaube ich, mit diesem Ding nicht. Aus irgendwelchen unerklärlichen Gründen ging das nicht. So. Das Holz müssen wir jetzt nochmal da lassen. Die Kohle lassen wir da. Und die Brickstone lassen wir da. Das nehmen wir nachher alles wieder mit, weil ich brauche jetzt hier Platz in dem Ding. Für die ganze Scheiße hier. 5. 6, 7, 8. Jetzt nehmen wir mal Do 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah, das passt doch. 9, 10. Nehmen wir da noch 2 mit. Und hier eine und... Ja, einer. Und da haben wir tatsächlich noch sogar ein paar übrig, falls es wirklich nicht reichen sollte, aber... Also für den unteren Rang reicht es definitiv jetzt. Also so, das kann ja nicht anders da sein. So. Der untere Teil ist hier schon praktisch komplett außenrum gemacht. Also ich muss hier praktisch nur noch hier und muss den ganzen Mist hinbauen. Da komme ich nicht auf, ne? Ja. Mal den eine wieder wegmachen. Und wie gesagt, die Treppenstufen nach oben müssen wir natürlich... Wo ist denn das jetzt hier? Ach, hab's wieder geholt. Okay. So, da hüben wir mal stehen geblieben. So. Ach so, ja genau, die sind ja unter dieser Bühne. Ja. Passt schon. User left your channel. Oh, faul! Sind dann die Sitze zum Hochklappen? So sehen sie dann aus, wenn sie hochgeklappt sind. Kleiner Scherz am Rande. User entered your channel. So. Ich muss nämlich aufpassen, wenn ich das dann oben baue, weil ich irgendwo war ja hier, wo ich nur 4 Reihe gemacht habe. Also keine 5, sondern 4. Weil es in der Ecke einfach nicht ganz gepasst hat, aus irgendwelchen Gründen.
Da muss ich dann aufpassen, dass ich genau den eine erwisch, wo die vier waren. Und ich würde sagen, bei dem fangen wir dann auch an, wenn es in die obere Reihe geht. Weil ich bin auch gerade überlegt, ob wir dann auch noch solche so Reihe hochmachen, wo praktisch die Treppenstufen darstellen sollen. Da müsste man dann aber wieder was anderes nehmen an Form. Also zum Beispiel, dass man dort dann die Birke nehmen. Das soll dann praktisch das darstellen, wo die Leute dann praktisch rein und rauslaufen könnte. Das heißt, das wäre genau der mittlere Punkt. Das wäre natürlich eine Idee. Das sehen wir aber dann, wenn die Einteilung jetzt dann erst einmal fertig ist. Ich merke gerade, ich habe gar nicht auf die Uhr geguckt. Ich blöder Hund, ich habe keine Ahnung, wie lange ich jetzt schon aufnehme. Ich kann es nur einigermaßen abschätzen. So, den lassen wir offen. So. Gut. Also wir kommen langsam in die finale Reihe. Also wie gesagt, man muss halt dann gucken, dass das einigermaßen, dass ich den Ding auch hinkriege, dass es oben genau stimmt. Natürlich könnte man es so machen, dass man das dann komplett anders da macht, dass man, wenn man jetzt zum Beispiel jetzt hier hochgeht, dass man dort dann keine Niederbruchsteine hinmacht, sondern dementsprechend dann die Holzdinger, dass es ein bisschen unterschiedlich aussieht, also... Das könnte man natürlich auch machen, so habe ich es natürlich auch noch nie gemacht, wenn ich ehrlich bin. Das wäre vielleicht auch mal eine Idee. Das würde bedeuten, dass wir das dann praktisch alles gerade versetzt machen. Das ist echt eine verdammt gute Idee, genauso wenn wir es auch machen. Dann sieht es nämlich ein bisschen geiler aus. Natürlich hätte man natürlich oben natürlich auch zwei ganz verschiedene Farben nehmen können von den Sitzplätzen her. Aber das wäre ja ein bisschen extrem, würde ich sagen. Also das muss ja nicht auch nicht sein, ne? So, das Wichtigste kommt dann natürlich am Schluss, also... Ihr habt es wahrscheinlich gemerkt, es ist noch keine Anzeigetafel da. Die kommt auch noch. Das wäre der größte Spaß von allen. Das wird ein gewaltiger Spaß, das weiß ich jetzt schon. So, es wird verdammt dunkel. Das heißt, wir legen uns jetzt so. Och, leck mich doch, ey. So, lässt mir hier schlafen? Bravo, ich bin begeistert. So, jetzt sehen wir zu, dass wir den Mist fertig kriege hier. Aber es war ja von Anfang an klar, dass das Stadion einige Zeit aufhält. Jetzt habe ich schon blöde Kerze um die Fackel nicht gemacht. Na? Und die blöde Drecksviecher, die spawnen immer noch. Mehr du Luder. User entered your channel.
Oh, kurz vor Explosion, hey. Oh, wieder Glück habt ihr. So. 3. 2. Es wird Zeit, dass wir in die obere Reihe kommen, dass das endlich fertig wird daneben. So, hier ist also dieses Viererblock-Ding. Hier ist der Viererblock. Das heißt, ja, das ist der Vierer. Ich denke mal nicht, dass das großartig auffallen wird. Es ist jetzt halt immer so, ich kann auch nichts dran ändern. Fakt ist einmal eins. Wir gehen jetzt hier gerade hoch. Und befinden uns dann voll in der Ecke. So. User left your channel. Das würde auch bedeuten, dass wir oben definitiv mehr Nether Brickstone brauchen. So, das ist die Ecke. User entered your channel. User entered your channel. So. Also wie gesagt, wir bewegen uns jetzt auf den letzten Metern hier in der ersten Reihe unten. Also im unteren Bereich. Wie ich das dann komplett außenrum baue, um Stadien rum, ob man da irgendwelche Wege baue. Oder ob ich da sonst noch irgendwas dazu baue, das weiß ich nicht. Es ging im Prinzip eigentlich bloß darum, dass das Stadion da steht. Komplett fertig. Also ich wollte jetzt nicht irgendwie so matzmäßige Fenster außenrum noch bauen. Vielleicht mache ich das, vielleicht mache ich es auch nicht. Ich weiß es echt nicht. Also das sehen wir dann. Also welche kommen auf jeden Fall, definitiv. Also die müssen ja hier. Aber das soll das wenigste Problem sein, weil ich habe dermaßen viel Ding, Kies, dass das definitiv reichen wird für die ganze Wege. Ich glaube, ich habe jetzt 10 oder 11 Stacks voll mit Kies, also das, ich glaube, das ist das Wenigste. Plus das, was noch dazu kommt, was die Quarry da unten abbaut. So, die Zombies und Skelette und Spinnen und was der Geier, was alles, die verfolgen mich natürlich hier unten drunter. Stehen wahrscheinlich direkt unter mir. Juckt mich aber herzhaft wenig. Ich bin bloß überrascht, dass du trotzdem jetzt immer noch unter der Tribüne spawnt, obwohl ich alles ausgeleuchtet habe mit Fackeln. Ist ein bisschen seltsam, aber naja. Was soll der Scheiß, hat er gesagt, ne? So. Damit ist der untere Teil definitiv fertig. So. Jetzt müssen wir nach oben. Jetzt haben wir natürlich wieder keine Steine dabei. Ich Vollidiot, dass ich nur komme, ne? Ich kann geschlagen. Ich kann sowas von geschlagen. Das ist pure Wahnsinn. Jetzt darf ich mich in der Scheiße noch einmal komplett zurücklaufen und darf mal Steine holen. Ich hab gewusst, irgendwas vergesse ich wieder. So. Ich guck gerade mal. User left your channel. Ich würde sagen, boah, leck, ey. Ich würde sagen, wir fangen da oben bei dem an, weil ich das passt perfekt. Also das ist, na gut, nicht ganz perfekt. User, wir müssen ein bisschen was ändern, aber von der Einteilung her könnte es passen. So, ich nehme vorsichtshalber mein Schwertchen in die Hand.
So, ich wollte mal gucken, ob er endlich bei Stein angekommen ist. Ja, jetzt sind die Steine langsam zu sehen. Hervorragend. Und wie gesagt, da unten fängt schon der Kies an. Ich wollte mal gucken, was das... Oh, leck mal Marsch. Nur noch 17 Stück. Na, das ist ja eine tolle Wurst. Also müssen wir dort demnächst bald wieder Ding reinschmeißen. Kohle. So. Jetzt können wir natürlich auch ebenfalls dann die letzten... Ach, da. Okay. Den Stein. Dann nehmen wir mal definitiv die 64 noch mit. Und wir brauchen oben jetzt mehr Netherbrickstone. Das heißt, wir nehmen die nämlich auch noch mit. So, jetzt hat er da eine 40. Na gut, komm. Was wir haben, haben wir, ne? So. Da habe ich gerade gesehen, wir haben ein neues Schießpulver. So, aber jetzt geht's gleich zurück und sofort oben auf die obere Rang. Und dann werden wir zusehen, dass der ganze Scheiß dann da oben passt. Machen wir jetzt erst nochmal eine komplette Reihe oben rum, dass das dann passt. Die Frage ist nur, passt auch wirklich so? Weil ich, das wird ja vom Ding her größer. Das ist ja das. So, ich hab gesagt, da oben wollte ich auffangen. User entered your channel. User disconnected from your channel. So, das heißt, wir gehen hier jetzt hoch. So, das heißt, hier fängt direkt der Ding an. Das Dunkle. Das heißt, der muss weg. So. Jetzt ist natürlich die Frage, weil das ja oben länger ist, wie sieht es mit der Einteilung dann aus? Also wir müssen definitiv... So, jetzt bin ich mal gespannt. Jetzt machen wir da mal 5. Dann kommen 1, 2, 3, 4, 5. Ja, das ist das, was ich mir gedacht habe. Das ist das, was ich mir gedacht habe. So, jetzt passt mal auf. Ich habe jetzt hier... User disconnected from your channel. Bin ich jetzt direkt über dem... Ding. Leck mich doch am Arsch. Nee, warte mal. Da soll ich's hin. Das könnte jetzt ein gewaltiges Problem werden. Und zwar mehr als gewaltig. Das könnte jetzt verdammt problematisch werden. Und zwar richtig problematisch. So, das heißt, das heißt, hier müssen wir ja mal 1, 2, 3, 4, 5. Genau. So, wenn ich da jetzt die 5 rüber mache, das sind 2, 3, 4, 5. Jetzt habe ich hier 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Das heißt, wir müssen tatsächlich das wieder so machen. Das heißt, es kommt wieder ins Eck des Holz. Aber wir müssen jetzt mal so, ich muss jetzt mal so weitermachen. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Jetzt haben wir aber das, was ich gesagt habe. Also da unten ist Netherbruchstein und hier ist das Holz. Also wir haben es jetzt genau gegenteilig gemacht. 2, 3, 4, 5. 1, 2,
Oh. Zwei, drei, vier, fünf. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Passt ganz genau. Stimmt das? User disconnected from your channel. Eins, zwei, User disconnected from your channel. User disconnected from your channel. Blöder Simbel. Es ist dunkel, ich muss mich erstmal hinlegen und schlafen. Das ist das Erste. Ich hoffe, ich bin hoch genug, dass die mich. Jawohl, wunderbar. So, mein Bett sammeln wir natürlich wieder ein. So. So, jetzt muss ich kurz gucken. Eins, zwei, drei, vier, fünf, genau. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Jetzt sind hier wieder vier. Das ist gut. Jetzt muss ich aber da wieder her. Das heißt, mal kurz gucken, da bin ich jetzt, wenn ich da stehe. Boah, das ist auch noch Ding. Vier. Das heißt. Boah, das ist echt. Nee, ich muss ein, zwei darüber. Da. Und der muss weg. So, stimmt das, was ich da sag? Das ist jetzt praktisch 1, 2, 3, 4, 5. Jetzt müssen wir da wieder 1, 2, also das sind 3, 4, 5. Und dann müsste es hier 4 und da 4. Dann passt es wieder, jawohl. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Jawohl, genau so. Perfekt. So, da vorne müssen wir jetzt dann aufpassen in der nächsten Kurve, wo es rumgeht, weil das ist dann jetzt der, wo normalerweise eins weniger kommt. Also anstatt 5 dann 4. 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, jawohl. 1, 2, 3, 4. Herrgott, sagt Zement, ey. User entered your channel. 5, ne? Ja. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. So, jetzt könnt ihr drauf hoch. Jetzt müsste diese Vierer-Ding kommen. 1, 2, 3, 4. Weil jetzt sind es hier 1, 2, 3, 4, genau. Das heißt 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Und dann müsste es hier jetzt wieder mit Ding weitergehen. Und jawohl, das passt.
1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. User left your channel. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. Ich glaube, jetzt habe ich auch noch zu viel. 1, 2, 3, 4, 5. Nee, habe ich nicht. 2, 3, 4, 5. So, jetzt haben wir 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Jetzt müsste es auch wieder passen. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 2. Der war wieder einer zu viel. So. Also wir machen die Einteilung jetzt hier noch fertig und dann machen wir einen Cut rein. Und das machen wir dann natürlich definitiv am Schluss. Beim nächsten Video machen wir das dann fertig. 1, 2, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Und es passt wie die Faust aufs Auge. 1, 2, 3, 4. Oder auch nicht, ne? Also hier ist dann jetzt auch nur ein Vierer drin, aus irgendwelchen Gründen. Oder haben wir das von da aus schon komplett falsch gemacht? Ne, das passt. Das passt. Ne, das passt nicht. Das passt nicht. Ich glaube, da muss ich da drüber. Das war das Vierer-Ding. Ich glaube, ich habe da drüber diesen Vierer falsch. Jetzt muss ich doch nochmal gucken. Oder habe ich irgendwo einer zu viel gemacht? Nee, das... Das ist jetzt ein bisschen sehr, sehr seltsam. Was war 5? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 3, 4, 5. Das passt alles. Das passt alles. Ich weiß nicht, warum da drüben jetzt nur 4 sind. Also ich kann es echt nicht sagen. Schau mal, das sind 1, 2, 3, 4, 5. Ja. Warum sind denn hier nur 4? Jetzt muss ich mal gucken. Da fängt ja das Ding an, das haben wir ja gesagt. Ja, das passt.
Jetzt bin ich hier am... Irgendwas stimmt doch da nicht. Bin ich blöd oder? Also der passt. Eins, zwei, drei, vier. Ja, da müsste ich doch nochmal was noch ein Fünfte hinmachen. Das kommt aber nicht hier. Das gibt's doch gar nicht. Wisst ihr was? Drauf geschissen, das lassen wir jetzt genauso. Ich mach da jetzt. Das ist, weil das oben länger ist. Deswegen wird die Einteilung ein bisschen blöder. Aber ehrlich gesagt, Jungs, rutscht mal echt den Buckel runter, ey. Wisst ihr das? Ich lasse das jetzt genau so, wie es ist. Dann sind hier halt nur vier Stück. Das ist mir jetzt auch Schnurzpiep egal. Es geht jetzt nicht anders damit der Einteilung. Was soll der Scheiß? Fakt ist, genau so lassen wir das jetzt. So, wir machen hier jetzt wieder einen Cut rein. Im nächsten Video werden wir dann die Tribüne komplett fertig machen. Das wird bedeuten, einmal komplett außenrum die ganzen Sitzplätze. Und wenn wir dann noch Zeit haben... Ja, das habe ich mir gedacht. Dass wir da noch eine Reihe dranhängen müssen mit Steinen. Das ist das, was ich mir eigentlich gedacht habe. Ja, wir müssen definitiv noch eine Reihe Steine raus. Hier. Weil ich sonst kann ich nämlich diese ganzen Zäune nicht hinbauen. Also der Eisenzaun nicht hinbauen. Gut, dass ich das jetzt sehe. Also müssen wir eine komplette Reihe nochmal außenrum. Das ist in Ordnung. Das passt schon. So, also, wie gesagt, wir machen hier jetzt den Cut rein. Und ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ihr wisst Bescheid, wenn irgendwas ist, schreibt es in die Kommentare. Und ansonsten bedanke ich mich fürs Zuschauen. Und bevor ich abbreche hier dieses Video, nochmal kurz schlafen gelegt. Wie gesagt, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal und grüßt mir die Hühner.